Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu 3 Minuten bis Mitternacht. Vielen Dank fürs Einschalten, fürs wieder dabei sein und weiter geht's. Wir reden mal eben mit Will. Mit den Kids haben wir gequatscht. Glaub, mit Will noch nicht. Hey, moin, Will. Go ahead. This should be fun. Will eigentlich nur gucken, ob irgendwas mit Hilfe hier steht. Das sieht jetzt nicht danach aus. Okay, dann werden meine... See you soon, Betty. Dann werden meine Anlaufstellen jetzt erst einmal Twonkies, vielleicht der Hamster. Soll er versuchen, den mit Twonkies zu füttern? Bitte nicht zu Hause nachmachen. Ich kenne mich jetzt mit Hamsterernährung nicht aus, aber ich glaube, Twonkies stehen nicht auf dem Ernährungsplan. Also war hier hinten, glaube ich, die School, genau. Im Park, der rechten Seite. Hinweis. Ich glaube, damit haben wir schon mal interagiert. Hey, Bucky, was ist mit Bucky? Hat der irgendwelche Infos? What's up, sweet cheeks? Don't do that. Gotcha. Okay, mal gucken, ob er es beim nächsten Mal auch nicht macht. Brauche deine Hilfe bei etwas, Tatsache. Bucky. Never mind, I'll manage. Hä? Suit yourself. Huh? Ja, das war jetzt keine Hilfe. Time to go, Buffalo. Was war hier? Da war Science Lab. Okay. Bei meinem Science Lab war nicht der Hamster. Der Hamster war hier drin, ne? Da ist er. Sie guckt direkt auf uns. Wie sie aber auch direkt auf uns schaut, ne? Als hätten wir irgendwas, als würden wir irgendwas Schlimmes im Sinn haben. Wir doch nicht. Also, wow. Okay, lass mal die Twonkies ausprobieren. Das geht? Mr. Garrick's on a strict diet. No feeding. Sie guckt nicht mehr hier hin. Aber wo guckt sie hin? Das sieht nicht aus, als würde sie in ihrem Comic da gucken. Okay, was haben wir denn noch? Zeitungsausschnitte? Skipper. Ja, das Ethanol, das brauche ich wahrscheinlich, ne? Und die bestandene Prüfung, okay. Jay Garrick. I'd love to, but I'm afraid I'd lose a finger. Or five. Hungriges Hamstergrummeln. Yo! Was war das? Ich glaube, das hatten wir schon einmal. Yo, sie auch! Yo! Sie auch so große Augen gekriegt. Yo. Gutes Ablenkungsmanöver, by the way. Von Jay Garrick. Vielleicht können wir das als Ablenkung benutzen, Junge. Das ist, glaube ich, ja schon einmal passiert, aber da habe ich das nicht mitbekommen irgendwie. Aber jetzt habe ich das ja gesehen, wie der sich da auf einmal Sonnenkern rausholt. Ja, so groß wie sein Kopf. Wo hast du den denn her? Hat er irgendwo gebunkert. Macht er wahrscheinlich gleich nochmal, warte mal. Guck, wie die mir hinterher guckt. Die hat richtig gelockt. Ich habe das richtig gesehen, wie sie auf einmal gelockt hat. So auf mich. Da, das wackelt sogar. Yes! Hamster Jay Garrick. Mein allergutester. Du bist der Ablenkungsprofi. Jay Garrick, High Five. High Pfote. Was ist denn das? Ethanol. Okidoki. Erstmal vermischen. Behold, my evilest creation. Yet. Aww, it's just vinegar with alcohol. Nur mit Ethanol gefüllte Essigflasche. All right now. Echt? Shake. Oh. Was haben wir? Selbstgemachter Essig. So. Würde ich aber, weiß ich nicht. Hell no. You'll mess up my... Warte mal, haben wir nicht dann jetzt alles? Für den Vulkan? Ja, klar. Warte mal, das war's. Wir haben alles. Da ging ja jetzt flotter, als ich dachte, mit dem Essig. Backpulver haben wir auch. Moment.
Essig. Das funktioniert schon mal. Haben wir den jetzt raus aus dem Inventar? Oh oh. Das wird wahrscheinlich ein echter Vulkan. And so, with this final sacrifice, the volcano shall now. You know what? I think we've been too cautious with this. Let's pour it all in. I mean, what's the worst that could happen? Ja. Oh, sogar mit Cutscene, das kann nicht gut enden. Wahrscheinlich schwarzes Loch oder sowas. Weil man schwarz. Jo, einfach die ganze Schule bebt. Jo. Martin Darwin's name happened here. Buckingham. What's up, Buttercup? Ist das alles Backpulver? Nee, das ist irgendwas anderes. Eher so. Scheibenkleister. Ich kündige. God's name happened here. Don't you have eyes? The science projects, they're all ruined. My condolences. That's what you get for delving into the mysteries of the universe. Hä? Ja, ich meine, okay. Aber wollen wir nicht wieder zurück? Weil ich glaube ja, Let's make a deal. This is the last time you try to sacrifice me to a volcano. Agreed? Agreed. Na, gucken wir mal, ne? Vielleicht kein Vulkan mehr, ja? Wir brauchen ja Abwechslung. Vielleicht mal bei was anderem, eine Schneelawine. Oder wir kreieren wirklich ein schwarzes Loch. Er wird's nicht machen, warum nicht? Maybe it is, maybe it isn't. Let go of that door handle immediately and start sweeping. Teaching is all sunshine. Okay, pass auf, nicht, dass wir nachher unseren Moment verpassen. Wir wollen ja jetzt eigentlich ihn hier mitnehmen, ne? Hey, Garrick, how's it going? Garrick ist einfach unser Dude. Ohne ihn wären wir jetzt nicht so weit gekommen. Gut, dass ich hierhin gegangen bin. Gut, dass ich das jetzt gesehen habe. Ansonsten hätte ich mir ja noch den Hintern abgesucht in der Stadt. Pack deine Sachen. Hoffentlich kommt er jetzt auch mit und... Oh, okay. Wie süß. Kann ich mich nicht bewegen? Der musste erstmal kurz ein bisschen Dampf ablassen. Jetzt hat er sich beruhigt. Sollen wir noch einen Knochen oder so mitnehmen? Hard to believe you were an elite runner before. Now you're more like an elite ruler. Stop moving around. You're heavy, you know? Damn. Die nimmt kein Blatt vom Mund. My mom is one bone. But can you imagine the inventory micromanagement if I took all 200... Oh ja, das hat sie ja schon mal gesagt. Stimmt. Teaching is all sunshine and rainbows until it's time to clean up. Okay, wir haben den Hamster, aber warte mal. Wir lassen die zwei Turteltäubchen mal alleine. Ich glaube, zwischen denen wird sich noch was Schönes entwickeln. Jetzt haben wir den Hamster. Das ist ja schön. Und Twonkies. Mich wundert es, dass der Hamster und die Twonkies in einem Inventar sind, aber er die nicht aufgefuttert hat bisher. Das wundert mich. Was ist, wenn ich den Leuten den Hamster zeige? Hey, let me give you something. No, no. One no would have been enough. Okay, der ist gerade mitten in seinem Solo. Aha, hier ist nichts mehr. Och! Das wollte ich gar nicht. Wohl aus Versehen draufgeklickt. Springbrunnen, Plakette. Ich muss gerade nochmal überlegen, was waren überhaupt noch hier? Weiß rechts die Schule. Aber ja, warte mal, hier wollte ich ja hin. Aber irgendwie... Ja doch! Den Hamster tun wir hier rein, ne? Im Rotor. A chubby rat? That's your solution? Hey, watch it. Garrick's been through a lot. Of cake. Oh. Just do your thing. Come on, it's not Garrick. From your running wheel. Come on,
Buddy. You're making me look bad. Komm schon. Wir sind doch beste Buddies. Er hat Hunger. Ich hab die Twonkies. Aber ich weiß nicht. Fine, fine. I'll find you something to eat. Können wir ihm nicht ein... Ich weiß nicht. Können wir ihm nicht ein Pfirsich geben oder so? Pfirsiche sind recht kalorienarm. Damn. Unterzuckerter Garrick. Fruchtzucker. Komm schon. Is that the best you could do, you overgrown sewer rat? Auf rumzunörgeln, Linda. Mein neuer bester Freund ist Garrick. Und der kriegt von mir jetzt Twonkies. Und du kriegst keinen ab. Here, I brought you a snack. Oh, er ist so süß. Er ist süß. Boah. Das Ding war weg. Wie er gesagt hat, Twonkies. Oh, mit Cutscene. Yo! Warte mal, ist es der rote Blitz? Es ist der rote Blitz! Wasn't something supposed to happen? Come on, Furball, is that all you got? Nein! Hamsterfurz? Ja, hat sich das Rumstehen ja nicht bezahlt gemacht, hä? Linda? Kannst du mal bitte aufhören, meinen neuen Kumpel so runterzumachen? Guck mal, er ist am Heulen. Danke dir. Da ist sie. Da ist sie. I am Mayor Eliza Barrett. And she's also my mom. Irrelevant. I know irrelevant. To trust you with such an important task. It's not my fault, mommy. Snitch. Listen, ma'am. If you have this antenna, you're gonna need something with more kick than this washed-up rat. I'd suggest plugging this thing into the local electrical substation. But that could cause a power outage in the town. Yes, I am aware of that. Then the only option we have left is to address the problem at its source. The dam. Also haben wir das jetzt hier komplett umsonst gemacht. Chop chop. Us? You're the mayor. You fix this. The town needs me here. My fish needs me here. Was für ein Fisch? Was? Ach so, unser Fisch, Goldfisch. Ja, das stimmt. I thought to tackle a dam's mechanisms actually, but the sheriff already asked me to fix his ride. Unfortunate. Betty, go to the dam and do not disappoint me. Ja, nee. Wow, Linda, hast dich ja gut rausgeredet. Of course I would. Who would fix the dam then? Wow. Are you sure you're not coming? This could be a great adventure. Nah, I'm good on adventure for the time being. Wow. Besides, if you can handle the mafia, I'm pretty sure a dam won't be a problem for you. Stop wasting everyone's time and start moving. Eigentlich hätte ich mich ja gefreut, mit Linda wirklich so das Abenteuer zu beschreiten. Jeez, not even a goodbye hug? Aber die macht ja nie was. Also ist es egal, ob die mitkommt oder nicht. Steht ja eh nur rum. Also ist auch, können wir auch alleine. Warte mal, der Damm. Also kommen wir jetzt zu einem neuen Gebiet. Ein Staudamm voll Ärger. Naja, neuer Abschnitt. Welcome to Crystalline Lake. Crystalline Lake. Is that a note I spy down there? Let's go check it out. Wo? Warning, dumb ahead. Campsite Lake. Jo! Sind wir auf einmal klein geworden. Und was für gute Augen hast du? I don't know what they're doing up there at the base, but it's giving me some really bad vibes. So I'm out of here. There's a copy of the keys at the campsite. Go get him, champ. Muhahaha. Ist das Schnee? Das ist Wasser. Okay. Sah kurzzeitig aus wie Schnee. Oh, unsere Items. Wir hatten die ganze Zeit den fettigen Kamm noch dabei.
Jetzt sind sie alle weg. Ja, aber wahrscheinlich komplett neues Kapitel jetzt haben hier, ne? Komplett. Wir sind nicht mehr in der Stadt. Okay. Notiz. Da ist eine Kopie des Schlüssels auf der Campingseite. Drück mal H. Dann schauen wir mal, wo die ist. Weil das wird jetzt unsere erste Aufgabe sein, wahrscheinlich den Schlüssel zu finden. Aber, abgesehen davon, werden wir wahrscheinlich auf Probleme stoßen. Monströse Werbetafel, Harpunenattrappe. Können wir die mitnehmen? Damage other people's property without a reason. Ja gut. Was? Okay. Campsite ist sogar in die Richtung. Hey Kid, where can I find the camp manager? You're speaking to her. Machete in der Hand und guckt ein bisschen. Ich dachte zuerst, sie guckt ein bisschen wütend, aber ich glaube, das ist gar nicht so der Fall, oder? Such deine, ich habe keine Zeit für deine Spielchen. Sicher bist du das. Ein kleines Kind als Campleiter? A little kid as camp manager? Well, it's probably not the weirdest thing I'll see tonight. Anyway, can I speak with the grown-ups? Oh, she's disrespecting you, Pamela. Don't let her get away with. Jetzt guckt sie ziemlich wütend. Oh. Can I get it? Can I get it? Shut up, both of you. Who are you talking to? My staff, Clarice and Lisa. I see. Anyway, I need. Sie hat drei Persönlichkeiten. You'll have to ask Clarice. You know the rules, Pamela. Keys are for the campsite staff only. Rules, rules. 6, 7, look left, 4, jump, sit down, don't touch that. Can't we make an exception, Clarice? She seems like a nice girl. Ask her if we can play with her hair. I said campsite staff only. Now stop bothering. Okay, Clarice ist ein Problem. So the keys are for campsite staff only? Yes. In that case, I'd like to apply for a job here. Wow. What you've done? Now she wants to work here. Come on, we could use some help actually. And I like her. All right then, it's settled. Now, every applicant must first prove their worth. Sag dich doch, wir werden noch auf weitere Probleme stoßen. Um den Schlüssel zu bekommen, haben wir erstmal so viele Hürden. Wenn Herkules mit seinen Aufgaben klarkam, kann ich das auch. Was ich alles tue, um Mamas Zustimmung zu bekommen. Ich bin ein bisschen in Zeitnot. Kann ich diesen Teil auslasten? Wir versuchen es. I'm a little short on time here. Can I skip that part? No. Then you leave me no choice. What have you got for me? A kayak came loose and is now in the middle of the lake. Needless to say, we need it back. Oh, oh, and don't forget about that super cool camper. He rented some diving equipment and never returned it. Ugh. Since we're doing this, you might as well clean the outhouse. It's filthy, and I'm certainly not doing it. Also drei Missionen. Ich hab alles. Okay, ja. Take this then. You'll need it. Also einmal das Kanu, einmal der Camper mit dem ausgeliehenen Stuff. Und einmal das Blumensklo. Okay. I'm gonna try to find a spot that's less crowded. Good luck with that. Ey, das ist ein Waschbär. Oh, was macht sie? Oha. Das wird aber auf Dauer, ne? Musst du aber das Ding schärfen, ne? Das ist eigentlich eine Axt für da, ne? Da brauchst du weniger auf Schärfe, ein bisschen mehr auf Kraft zielen. Okay. Wenn du Spaß dabei hast, ist das die Hauptsache. Huch, was macht sie denn jetzt? Feuerlöscher. Hat die denn jetzt Feuerlöscher hergezogen? Warte, da ist ein Vorlagerfeuer. If you play with fire, you get burned. Okay. Lashing out to express your dissent with social norms.
Are you sure about this choice? Was? Jo! Die will den Waschbär haben. Und das nicht nur zum Knuddeln. Die will den heute Abend verspeisen, glaube ich. Rennt da mit dem Messerchen hinterher. Ich dachte, wir nutzen das zur Ablenkung. Um da irgendwas zu mopsen. Oha! What? Ist sie denn jetzt da rausgekommen? Hä? Oh, wir müssen wahrscheinlich das Ganze noch ein bisschen heftiger absichern. Gut, dann kommen wir darauf nochmal in Zukunft. Kajak. Considering Pam's around, I don't think this is a good idea. Was? I seem not to stress this enough. Machete Girl. Ach so, ja. Ich hatte nicht vor, einen Kajak zu klauen. Leere Sprühflasche. Ach, das hat sie uns gegeben. Machetenmädchen. Nennen wir auch jetzt so, okay? Kerze. Jetzt will ich einmal kurz wissen, ob es möglich ist, diese Kerze anzuzünden. Let there be light. Und wahrscheinlich ist sie dann angezündet in unserem Inventar. Sie steckt es jetzt einfach in die Tasche. Someone's barbecuing? Ouch! That's not bacon, that's me! Okay. Wäschemangel? Oh, das ist so ein... das ist so zum Wäschewaschen. Oder trocknen, ich weiß es nicht. See. Kristallklar. Rohr. Mücken. Oh. Yeah. Wahrscheinlich kommen wir deswegen nicht dran vorbei, ne? Die ist leer, ne? Könnten die weglocken damit? I don't get it. Are we trying to make them leave or make them comfy? Eigentlich versuchen wir die wegzubringen, aber können wir die nicht woanders hinstellen? Ja, aber dann müssten wir das Licht erstmal ausmachen. Damit wir die so gesagt weglocken können. So auf dem Kajakständer zum Beispiel, dass wir die Kerze zum Kajakständer bringen. Wie bitte? Ach so, weil wir... okay. Wäschemangel? Ach so, warte mal, wir könnten die Sprühflasche auffüllen. So, und was passiert jetzt, wenn wir Wasserspray auf die Blutsauger nutzen? Gar nichts. Okay, ich muss zugeben, ich habe nie Mücken versucht mit Wasserspray zu verscheuchen, also. Ach, ist noch voll, okay. Keep the fire alive. You never know when you'll need it. Okay, warte. Komm nicht zum Plumpsklo. Wir können aber noch uns maybe weiter umschauen. Wir könnten auch vielleicht im Keller selber rein. Hey, you got... I just want to take a quick look.
Okay, alles cool, wir bleiben aus dem Keller, ich hab's kapiert. Never mind. Lagerfeuer ausmachen? Alles klar. Vielleicht sie ansprühen? I'd better not do that. I might hit Pam. Or worse, Clarice. Clarice. Nicht Clarice. Sie ist das Problem. Für uns. Ne, meine Idee war jetzt mal zu gucken, ob wir hier rechts noch irgendein alternatives Gebiet haben. Wo wir maybe noch ein Item kriegen, was wir dann ausprobieren können. Ansonsten muss ich gleich mal eben auf die Umgebung achten. Loch. Unless you have a very convincing argument, I'm not going underwater. I'm not feeding that to the fishes. Oh, oh. Ja, Kerze brauche ich nicht ausprobieren. Alright. Das klappt schon mal nicht. Das Schöne ist, wir können anscheinend nicht mehr zurück zur Stadt. Das ist gut, weil... Das ist sehr gut. Weil sonst würde ich wahrscheinlich die ganze Stadt auch noch absuchen. Ich könnte den Diapule eventuell gebrauchen. Zumindest später. Let's not damn it. Don't need to force it out. I could... Probieren uns jetzt erstmal durch. Da ich jetzt nicht ganz genau weiß, was jetzt unser nächster Versuch ist, wenn ich jetzt gerade einfach mal die Dinge ausprobieren. There's no way I can fit that in my pocket. Können wir hier das ganze Ding abbrennen? Telekinesis isn't one of my powers. No, it's... Aber schön, dass du es versucht hast. Lass uns dann mal mit dem Waschbär reden. Vielleicht können wir ja einen Deal ausschlagen. Wir können ja anscheinend mit Tieren sprechen. Wie bitte? Ich weiß nicht. Waschbären, stehen die darauf? Wenn die gekrault werden? Ich denke mal, die sind recht scheu, oder? Waschbären. Die kennen das, glaube ich, nicht so. Wie heißt du denn? What's your name? Dude! Wow, I was just trying to be polite. Was hat er denn gesagt? Ich weiß, warum du mir deinen Namen nicht verraten willst. I know why you won't tell me your name. Du schämst dich offensichtlich dafür. Du bist ein Geheimagent und dein Name ist geheim. Du versteckst dich vor deiner Frau. It's because you're hiding from the wife. She found love letters from your mistress, and now you're hiding from her. Chitty, me? Yes, Chitty, you. Chitty, Chitty, Chitty. Das klingt wie so ein Pokémon. Chitty, Chitty. Top Kippi. Meinst du, du könntest die Schlüssel zum Damm für mich rausschmuggeln? You think you could sneak the damn Aber das macht doch eh nicht, oder? Der will was dafür. Clarice would do what to you? Not if you do your job correctly. Sorry, I thought I was talking to a raccoon, not a chicken. Oh, Betty. Was kannst du mir über das Mädchen erzählen? Was für eine verrückte Nacht. Wie kommt es, dass sich die Mücken hier oben nicht belästigen? Vielleicht hat er die Lösung. How come the mosquitoes aren't bothering you up here? Chitta, chitta, chitta. What do you mean I'm the only one bothering you? Rude. Chee, 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 chee. Something keeps them away? Feuer. Feuer? Genug Feuer? Oder irgendwas anderes? What a weird night, huh? Chitty. Weißt du, was in der Stadt los ist? Kannst du mir sagen, was das Loch im Dampf verursacht hat? Wirst du das alles essen? Glaub ich... Warte mal. Fragen das mal eben. Vielleicht kriegen wir was dann. Teilen wir?
Pass the fishbone. We can split it. Okay, fine. I'll find my own garbage. See if I share it with you then. What am I saying? Schade, ich hatte wirklich gehofft, vielleicht ein neues Objekt zu bekommen. Let's put a pin in it for Didi? Klingt halt echt wie so ein Pokémon. See you later. Enjoy your meal. Naja, das war ja jetzt eigentlich komplett unnötig. Dass wir mit dem Waschbär gesprochen haben, oder? Like this girl. I think she knows our secret and she's just playing dumb. Girls, maybe she really is just dumb. Vielleicht einfach noch mal mit Pam reden. Oh, warte mal. Warte mal. Ach so, jetzt reden wir. Ah, ich dachte, wir könnten das abtimen. Dass wir dann mit jemandem reden, sobald die wechselt. Von der Persönlichkeit. Vielleicht können wir das auch. Ich versuch das mal. Warte mal eben, bis sie spricht. Und eventuell dann die Persönlichkeit changed. Das, was sie dann ansprechen. Komm schon. Alle guten Dinge sind drei. Und jetzt. Na? Willst du nicht mehr? Okay, dann machen wir das mal random, wenn wir das mitbekommen. What do you girls think of our latest acquaintance? I wanna hug her. Ach, das klappt nicht. Okay. Hey there, girls. Wechselt sofort zurück. I really need those keys. Why should we give them to you? That's a very good question, for which I have a corresponding good answer. Which is... Ich bin Betty Lehmann, Lagerinspektorin. Jetzt gib mir die Schlüssel. Ich bin Betty Gecko von der Campingplatz GmbH. Kannst du Clarice darüber überreden, mir die Schlüssel zu geben? Kann ich mit Lisa sprechen? Can I speak to Lisa? Finally, someone wants to talk to me. Can I play with your hair? Please, please, please. I'm afraid my hair was drawn this way. Tell me, is it true that every staff member has keys to the dam? Mm-hmm. Can I have them? Of course. Here you go. Das ist nicht so einfach. Ja. I'm sorry. Well, it was worth a try. Aber sie hat sie bei sich. Deswegen bringt es jetzt auch nichts großartig, sie wegzusperren, ne? Unten im Keller, weil sie hat die Schlüssel ja bei sich. Wegen der Aufgaben, die mir aufgetraut hat. Was genau ist mit dem Kajak passiert? Mr. Kajak was taken by the tide. Oh, okay. Oh. Yeah, well, getting in the lake looks dangerous. Why do you think we haven't recovered the kajak yet? We don't want to drown. Naja. Ja, ich glaube. Ja, das bringt nichts. Die geben uns keine richtigen Hinweise. Die sagen nur, ja, du wirst schon einen Weg finden, dies und das zu machen. Ich glaube, das bringt nichts. Dann machen wir das jetzt einfach mal. Vielleicht können wir ja noch mal was herausfinden. Wartet erstmal raus hier. Wenn wir nochmal nach links gehen. Sie, Wäschemangel, Rohr, Plumpsklo und Ventil. Wir haben hier auf jeden Fall noch Möglichkeiten. Kajakstelle, was sagtest du nochmal? Okay, ich weiß nicht, was wir mit dem Kajakständer machen sollen, aber wenn sie weg wäre, würden wir was damit tun? Ist das richtig? Weil wenn... Oh! Oh! Weil wenn ja, hätte ich jetzt gesagt... Oh, shoot! Wir können hier lang. Oh, das ist gut zu wissen. Weil wenn sie unten ist, hätte ich gedacht, vielleicht können wir dann die Zähne wechseln und vielleicht da mit dem Kajakständer interagieren. Weil diesmal sieht sie das ja dann nicht. Aber das könnten wir uns... Das könnten wir uns erstmal so im Hinterkopf halten.
Aber gut zu wissen, dass hier noch Sachen sind. Zitronengras haben wir eingepackt. Okay, Zitronengras nicht anfassen. You know what repels mosquitoes is the citronella and not the sign, right? Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Anscheinend ist es so. Da habe ich was dazugelernt. Zitronengras gegen Mücken. Ich habe nicht wirklich die Probleme mit Mücken. Also hätte ich wirklich Mückenproblem, dann hätte ich mich wahrscheinlich schon mal damit beschäftigt. Aber ja, von Mücken merke ich eigentlich ganzes Jahr so gut wie nichts. Also Glück, zum Glück. Zum Glück. Aber ich habe halt auch Gegenmaßnahmen, ne? Hier ist halt alles abgesichert mit Fliegengitter. Dementsprechend kommt nichts rein. Weil ich habe sehr, sehr gerne immer fast dauerhaft Fenster offen, damit Luft reinkommt, ein bisschen Kühle und so. Und deswegen keine Lust, dass hier irgendwas reinkrabbelt oder sonst was. Deswegen ist alles abgesichert mit Fliegengitter und Insektengitter. Dementsprechend kommt auch eigentlich nichts rein. Ich glaube, Mücken sind sehr, sehr klein, aber ich weiß nicht, ob die Fliegengitter so abgesichert sind, auch für Mücken. Aber scheinbar ja, weil, also, Mücken sind so eigentlich gar nicht existent für mich. Mücken verboten. You know what repels mosquitoes is the citronella and not... Okay, das hatten wir schon. Ab zum Spind. Mich wundert's, dass wir das Gras einfach so wegnehmen dürfen. Ich dachte... Let's make some tacos. Kerosin. Kerosin. Oh, nein. Becky und Kerosin. Lass mal direkt reinschütten hier. Aber das machen wir echt? Woo! Ah ja, sie hatte den Feuerlöscher. Oh, diesmal liegt der Feuerlöscher da. Okay, ich weiß jetzt, was wir machen. Einmal gegentreten und dann schnappen wir uns den Feuerlöscher. Wie sie da reinspringt. Ich finde das so witzig animiert. Die sind einfach so... Oh, ich hätte die Tür zumachen sollen. Ach, ich doofe Kopf. Er hätte doch die Tür zumachen sollen. Tut mir leid, mein Lieber, dass ich dich da losschicken muss. Aber meine Rübe, wir haben noch sehr, sehr früh am Morgen, by the way. Da ist, funktioniert noch nicht ganz richtig. Nein, nicht mit dem Feuer. Okay, jetzt mal ganz kurz checken, ob wir hiermit was machen können. Okay, nein, können wir nicht. Die ist auch dann instant, wenn wir die Zähne wechseln, wieder da. Können wir die Glut mitnehmen? Das stimmt, das ist richtig. Aber vielleicht können wir das abkühlen. Hä? Was für ein Feuer? Okay, da ist noch ein bisschen Glut. Ah ja. Dann benutzen wir jetzt das Zitronengras scheinbar. Und jetzt der Geruch, oder wie? Nee, warte. Zitronengrasöl. Okay. Und das packen wir jetzt hier rein. Oh, okay. Und damit besprühen wir das. Alright. Das ist okay. Tschüss. Jetzt können wir durch. Yes. Was? Mücken haben wir gesagt. Wir haben Vollmond. What? Yay, yeah, jetzt können wir hier durch. Woo. Hätte ich ja lange suchen können, hätte ich da links neben dem Haus die Stelle nicht gesehen. Reifenschaukel. Komm schon, Betty. Komm schon. Yes. Catch me if you can.
Gravity Winds. They don't make ropes like they used to. Tja, die guten alten Knoten. Rohr, obwohl das war ja gar nicht der Knoten. Der Knoten war nicht das Problem hier. Das Seil ist einfach tatsächlich durchgerissen. Aber nehmen wir mit. Bin mal gespannt, wie wir später das Plumpsklub sauber machen. Also wir machen das natürlich nicht auf normale Art und Weise sauber. Deswegen bin ich ja mal gespannt, wie wir es in Anführungszeichen sauber machen. Aber das hier ist irgendwie ekelhaft. Was kommt da die ganze Zeit raus? Will ich das wissen? Und vor allem, wie kann das Wasser kristallklar sein, wenn das hier, was auch immer das ist, ich will es nicht wissen, da reinläuft. Huch. Hey Joe, what's that brown thing over there? Ah, quick, everyone get out of the water! Ew! Could you at least clean it up first? Also ist es wirklich das, was es sein soll. Okay, lecker. Es muss lecker riechen da. Wir haben leider kein Wasser mehr. Das ist ein Feuerlöscher. That's a strange way to hand. We should use water. Ja, ja, ist klar. Dann schau mal, ob du das mal eben wieder wechseln kannst. Können wir. Okay. Wasserspray. Jetzt können wir jederzeit dann wechseln. Das ist jetzt ein Griff? Jo, Tatsache. Ein Griff. Okidoki. Dann machen wir weiter. Oder ist halt tatsächlich jemand drauf? Der hat aber Dauerdurchfluss. Höflich sein? Das wird nicht klappen. Gemein sein wird auch nicht klappen. Alles aufs Spiel setzen. Hey, Slowpoke. Time to wake up. Nature's calling. Just let me sleep. Aber warum auf dem Klo? Willst du nicht lieber im Bett? Dich als Chefin ausgeben, dich als Sprengexpertin ausgeben, das klingt witzig. Dich als automatische Reinigungsdienst ausgeben, dich als Polizistin ausgeben, dich als Mitarbeiterin der Raumfahrtstartkontrolle ausgeben, das will ich machen. Wir tun jetzt so, als wäre das hier ein Raumschiff, wo der drin sitzt oder so. Oder irgendwas in der Art. This is Apollo Launch Control. We are ready for launch. T-minus 1 minute and counting. All indicators nominal. Launch? Indicators? Abort! Abort! I'm no astronaut! 30 seconds until launch. All correct from our side. We are passing the point of no return. Please, you have to stop! 12. 11. Starting ignition sequence. 3. 2. 1. No! Hey, relax. It was just an innocent joke. An innocent joke? Seriously? I almost had a heart attack. Well, I'd love to chat all day, but I have an outhouse to clean, so off you go. I'd love to, but I'm stuck. I can't. Ach so. Warum nicht? Weil er gerade Dauerfluss hat oder weil er da wirklich eingesperrt ist? Mich hat's gerade gewundert, wie sehr er da drinnen bleiben möchte, dass er, weil er hat ja richtig so, nein! Und da frage ich mich so, okay, warum gehst du jetzt da nicht raus? Aber der kommt da anscheinend nicht raus, oder wie? Wie kann man in einem Klumpsklo stecken bleiben? Ist jetzt die Frage, inwiefern steckt er drin fest? Don't you think I already tried that? I don't know, did you? Yes! But the zipper broke. And this thing is so bulky, I can barely move in here. Ich hätte eine Kurbel. Einen Griff. How can I help you? Well, I have an idea, but it won't be easy. There's a pipe that runs through the wall. If you can increase its pressure from the outside, it will blow and punch a big hole I can escape through.
Just so you know, the handle is missing. But lucky for you, that won't be a problem because I found it. Well, then what are we waiting for? Das war ja klar. Warum habe ich schon von Anfang an irgendwie gewusst, dass wir dieses Plumpsklo in die Luft sprengen? Warum war das mein erster Gedanke, wenn ich gehört habe, wir sollen das Plumpsklo sauber machen? Mein erster Gedanke, der im Kopf ging, war, es in die Luft zu jagen. Warum? Und was soll ich machen? Also ich weiß, was ich machen soll, aber ach, da unten Ventil. Get ready. I'm getting you out of there. I'm primed and ready to return to open water. Proceed, rookie. I sure hope you know what you're doing. Hey, quick question. What if the pipe erupts from below? Excuse me? Erupt from below? Uh-oh. Abort! Abort! I'm going to die! Oh. I love you, Alice. Avenge my death! Gah! Leave my backpack alone, you pesky chipmunks! Oh, sweet. A Twonky. Hey, wait! Give it back, you damn pigeon! Der ist aber weit hochgeflogen. Und da kommt er runter. Zack. Ey, er ist wieder in seinen Gewässern. Well, better than a cactus landing. Hey, where did my harpoon go? Yo! Das hätte gefährlich sein können. In case you're wondering who your beautiful savior is, I'm Betty. Nice to meet you, Betty. I'm Smokey on the water, Hasselback Montoya the Eighth. But you can call me Smokey. Smokey, okay. Willst du mir bitte das Kajak holen? Would you mind fetching me that kayak? Impossible. If I move around too much, it might alert the beast. What beast are you talking about? Leeches? Leeches? No, you foolish girl. In these waters lives a terrible creature. There's nothing more terrible than leeches. You must be joking. Corporate lawyers, Jehovah's Witnesses, Baba Yaga, weeping angels. I could go all day. Weinende Engel. Don't forget the chipmunks. Arr, the chipmunks. Na, chipmunks. These aren't just any waters. They're haunted by the Great Sherman. Was? Wahrscheinlich so ein riesen Karpador. Aber ich glaube, das Plumpsklo haben wir jetzt sauber gemacht, ne? Ich würde das abhaken von meiner Liste. Also brauchen wir jetzt nur noch das Ding hier und das Equip von dem Camper. Was ist jetzt der große Sherman? Wahrscheinlich so ein Riesenkarpfen. What's a great Sherman? I can tell you, but let me warn you right now. After you hear this, you'll never be the same again. Whatever. I doubt this is going to be the craziest thing I'll hear tonight. In these waters lurks Sherman, one of nature's most twisted aberrations. A monster so monstrous, the word monster doesn't begin to describe its monstrosity. Yo. Wahrscheinlich so ein kleiner Fisch, so eine Sardine oder so. Last time you had your brain checked? 6 months ago. Standard Navy procedure. Anyway, don't interrupt me. The Great Sherman has extinguished entire civilizations. What? And its victims are counted by the thousands. Are you perhaps exaggerating a tiny bit? Except for my hometown, there's literally nothing for miles around. Exactly. Because of Sherman. Let me continue. Macht Sinn. Great, 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 great grandfather. One Plata on the grill, Hasselback Montoya. Fought the beast, but was forced to retreat after suffering grievous injury. Since then, each generation of my family has sworn to defeat this unholy beast. How many of them survived? Only one. Are you telling me 6 generations of your family have died in this lake? Yes, but there won't be another. I'll be the one to fulfill our dynastic destiny. Er ist motiviert. Es sieht auch so aus. Du musst die... Ach, er ist es mit der Leihrüstung. Ach, er ist es.
Ja, das wird wahrscheinlich nicht klappen. I need you to return that rental gear right away. I can't. Not now. I'm too close. I must see this through. Well, you can give it to me or deal with the campsite owner. Which, to be honest, might be even worse than facing that imaginary creature of yours. I'll gladly ja. Give it back to you in exchange for your help. Das ist klar. I love fetch quests. What am I looking for? My harpoon. It got lost. Ah, okay. Launch. Quest accepted. Okay, Harpune. Gute Anlaufstelle. Kannst du mir über die Bestie erzählen? Was weißt du über die Stadt? Warum gibst du mir deine allerlei aus? Nicht? Wer ist Alice? Wahrscheinlich seine Katze. Okay, dann tschüssi. Being in the water for so long cannot be healthy. It's a risk I'm willing to take. Dann werde ich mal kurz eine Toilettenpause machen, dann geht's gleich weiter. Na gut, dann ab zur Harpune, oder? Warte mal. Hier ist das Kajak. Ja, dann ab zurück. Warte mal, das Mikrofon steht hier gerade ein bisschen blöd. So. Und was steht da? Don't feed the monster. Die unsinkbare 2. Ey, no, sie ist nicht gesunken. Sie ist nur kaputt. Hier liegt was. Überreste vom Abflussrohr. Riecht wahrscheinlich lecker. Sauglocke. Einfach der Pömpel. Wer nennt das Sauglocke? Das ist ein Pömpel. Jetzt müssen wir schauen, dass wir das da runterkriegen. Das ist ziemlich hoch. Vielleicht mit dem Druck vom Feuerlöscher. It'll take more than that to shake the harpoon down. Ui, ich habe glaube ich eine Feuerlöschallergie. Uff. Werfen Pömpel. Okay. Seil. Wahrscheinlich kombinieren noch vorher, oder? Ja, genau deswegen. Aber mit was? Mit dem Pömpel. Always remember to keep your plunger on a leash. You wouldn't want them to run Pümpel? Away, right? Heißt das Pümpel? Ich dachte, das heißt immer Pömpel. Warte mal. Hey, jetzt muss ich gucken. Jetzt bin ich neugierig. Aber währenddessen versuchen wir das mal. It'll take more than that to shake the harpoon down. Pümpel. Das heißt Pümpel. Warum heißt es ein Pümpel? Heißt anscheinend beides. Pümpel, Pümpel. Weil beides soll richtig sein. Pümpel oder Pümpel. Mal gucken, was ist der offiziell richtige Begriff? Sogar eine Deutschlandkarte zu den unterschiedlichen Bezeichnungen wurde erstellt. Demnach sagen die Hessen überwiegend Pümpel, die Thüringer auch Pümpel. Und Bayern verwendet den derben Ausdruck Klostapfer. Ja, Klostapfer habe ich noch nie gehört. Saugglocke habe ich schon mal gehört. Klostapfer habe ich noch nie gehört. Es geht nicht. Okay, vielleicht können wir das mit noch was kombinieren? Kerzenwachs? Oh, das geht. Aber ich weiß nicht, was ich mit. So, what do you say? Are we going kayak hunting? Ach so, nee. Metallverkleidete Sauglocke mit Seil. Und jetzt mit dem Feuerlöscher wegen dem Druck. I should forget about saving the town and just go patent this instead. Every household in America will soon wanna. What should I call it? Ooh, I know. Pick a kayak 6000. Oh yeah! Kajak Schnapper 6000. It'd be a great weapon. Unfortunately, it's kayak season, so stick to something that will help me pull it. Ja, aber brauchen, weil unsere Aufgabe ist es ja. Ah nee, die Harpune war dafür als Austausch gegen die Ausrüstung. Stimmt. Da ging's ja gar nicht ums Kajak. Da ist es. Guck, ob das funktioniert. Das wird wahrscheinlich nicht funktionieren, oder? Wir müssen halt überlegen, war das jetzt zu einfach? Wenn ja, dann wird es nicht klappen. Ich nehme nochmal eben einen Biss von meinem Eiweißriegel. Ich brauche was, um zu Energie zu kommen.
Jo, das haben wir richtig gut geschossen. Mhm. Richtig perfekt. Betty. Meine allerjüteste. A hickory ore by blister makers. Ooh, it's inscribed. If you steal it, I will bite your teeth. Clarice, ja. Oh, das Paddel nehmen wir aber mit. Das stand bei dem Kajak drauf, aber nicht auf dem Paddel. A hickory ore by blister makers. Ooh, it's inscribed. If you steal it, I will bite your teeth. Warum klingt Nussbaumholz lecker? Wahrscheinlich, weil ich in dem Moment gerade was am Schnabulieren bin. Nussbaumholz. Stehe auch mega auf Erdnussbutter. Oh ja. Ich habe noch ordentlich Erdnussbutter gebunkert. Erdnussbutter ist lecker. Aber nicht jede Sorte. Boah, ich hatte eine. Die habe ich mal genommen, weil das so in so einem extra großen Glas war. Da habe ich mir gedacht, oh, nimmst du mal mit. Boah, aber die Erdnussbutter, die hat ja komplett anders geschmeckt, ne? Nehmen wir auch immer Crunchy dann. Aber die war jetzt auch nicht mal Crunchy, aber dachte ich mir, okay, ob jetzt Crunchy oder nicht Crunchy, der geschmackliche Unterschied sollte ja nicht so groß sein. Aber das war halt auch eine andere Marke. Und, boah, nee. Also, es gibt Erdnussbutter, die nicht so lecker schmeckt, Tatsache. Weil von der Marke, ich weiß jetzt nicht mehr, wie die hieß, aber da war wirklich nicht lecker. War also wirklich ein Weltenunterschied. Was passiert? Okay. Nein, das Kajak zieht wieder durch. Wir hätten das festbinden sollen, kann das sein? Ja, und jetzt? Aber wir haben das Holzruder. Vielleicht kommen wir damit an die Harpune. Wahrscheinlich sollen wir die Attrappenharpune holen. Fällt mir gerade ein. Wahrscheinlich, oder? Weil da kommen wir leicht daran. Ja. Einfach die Attrappe. Da brauchen wir uns nicht strecken und recken. Also was das jetzt mit dem Kajak auf sich hat, weiß ich noch nicht. Oh, die sind auch wieder da. Warum sind die denn wieder da? Haben die dann noch einen weiteren Zweck? Das verwirrt mich. Aber das macht dann Sinn, warum wir dieses Zeug behalten. Aber haben die noch einen anderen Zweck? Dann, weil wir können ja auch die Kerze nach unten tun. Irgendeinen anderen Zweck wird es wohl noch haben. Kann die Szene nicht überspringen. Schauen wir erstmal, wie weit wir jetzt kommen, wenn wir ihm die Harpune überreichen. Die Attrappe, ne, ist keine echte. Is this the harpoon you were looking for? Er fällt drauf rein, ne? You have my eternal gratitude. I don't remember this being so light. It only seems lighter because you're in the water. That makes no sense. Trust me, the more you think about it, the less sense it'll make. You're right. Kill beasts first, ask questions later. I've been waiting my whole life for this moment. In my heart, I carry the bravery of all the men who lost their lives. Wahrscheinlich so ein kleiner Otter oder ein Biber oder so. Oder eine Ente. Leaving me to face the same grim fate as my ancestors. But not today, beast. Today is the day you die. Sherman, show your ugly face. Oh. 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 Aha. You finally show yourself, you. Whoa. Slightly larger than expected monster. Your reign of terror is at an end. Prepare to meet your fate. Wahrscheinlich ist er voll lieb. Gut, dass er die Harpune hat. Ne? Der Schrei. Take this, you filthy beast. Hiya! Hahaha.
Einfach wie so Papier. Wait, that's not how. Why isn't he? It's a fake! A fake! Oh, curse you, Betty! I curse you! Tell my daughter to forget about the monster and to kill you instead! Haha, wir sind das wahre Monster. Yeah, sorry about your imminent death. Totally my fault, but I like being alive. I love you, Alice! Avenge me! Ah! Ah! Je. Hä? Hat er den jetzt... Ey, wir haben den Anzug wieder. Der hat den aus dem Anzug rausgesaugt. Aber ich fand die Anspielung ganz interessant. Oh, shit. Oh, oh, das... Oh. Wie kommen wir aus der Situation jetzt wieder raus? Aber wir können mit ihm reden. Oh, er redet sogar. Oh, I'm pretty sure I can, but let's find out. Wait, time out, time out. You shouldn't eat me. Why not? You look tasty enough. Danke oder so? Aber, okay. So, also die Ausrüstung haben wir jetzt auch schon wieder zurückgeholt. Die ist nämlich sogar schon im Camp gelandet. Das ist gut. Nur den einen armen Taucher, den hat Hobbs genommen. Ich glaube, wir hatten auch vorhin so eine Anspielung auf diese, wie heißen die Games nochmal? Von den Telltale Games? Genau, von den Telltale Games. Dieses Betty wird es später bereuen oder so. Oder dieses, Betty wird sich das merken. Und das erinnert mich so ein bisschen daran. Meine Mama wird mich rächen. Wahrscheinlich. Wahrscheinlich nicht. Ich bin kein Haselbeck Montoya. Leider an einer schrecklichen Krankheit. Wir sind Kindheitsfreunde, weißt du doch. Wahrscheinlich Krankheiten mag er wahrscheinlich. Das steht da wahrscheinlich drauf, deswegen. Then what's my name? What's my... Sherman, oder nicht? Jetzt Rumpelstilzchen. Sherman, aber ist das wirklich sein Name, ist jetzt die Frage. Bob. Ich will irgendwie Bob auswählen. Wahrscheinlich ist es richtig, pass auf. Oder? Der, dessen Namen nicht genannt werden darf. Lord Voldeflort. Bob. You look like a Bob to me. What? I mean, you... Think a mighty creature like me would have such a commonplace name. Er heißt wirklich Bob, oder? You're wrong. Straight to okay. My belly you go. No, no, please give me one last chance. Well, since I am a gentleman, I'm gonna tell you a riddle. If you get it wrong, I eat you. Otherwise, you're free to go. Haha, then get ready to starve to death. Cause I'm the riddle master. We shall see. So tell me, my lunch. What's large, terrifying, and has a lot of tentacles? Was ist groß, furchterregend, hat eine Menge Tentakel, eine unheimliche Abscheulichkeit, ein Kraken, du, ein Riesenkraken. Du. You? Aha. That is indeed. Oh, gut, dass wir das der Ro- Boah, das war aber knapp. Round two. Das war echt knapp. Montoyas. Ich weiß nicht, was sind Montoyas? Ich weiß nicht, was Montoyas sind. Komme ich mir doof vor. Wartet mal, eben Montoyas. Was ist das? Das ist ein... Das ist ein, Rennwagen? Ja, das sieht aus... Ich weiß nicht, was das ist. Bei mir werden Autos angezeigt bei Google. Das fühlt sich an wie eine Fangfrage. Sollen wir einfach raten? Ist wahrscheinlich eine Fangfrage. Oh. Hey. Zwei von zwei.
tastes like human isn't going to make it through the night. Pam, Lisa, meinst du mich? Der Waschbär-Mülleimer. Meinst du mich? Me? And we have a winner! Hey! What do I win? One-way trip. Freiheit? My stomach. Hey, warum? Get in my belly! What? Aber wir haben doch alle Fragen richtig beantwortet. Oha. Oh oh. Bob, er heißt wirklich Bob. Lass die nette Dame los. Aber Lisa, oh. Selbst das hatten wir richtig. Oh, sein Tummy Rumble. Sorry. And where's Mr. Montoya? Montoya? What's a Montoya? We'll talk about Mr. Montoya later. Ach, der heißt so, deswegen. Wie viele Montoyas braucht man? She doesn't need both. Enough! You don't want to make me angry, do you, Bob? No, no, not angry. Geile Landung. I'm really sorry, Miss Snack. Please excuse my manners. Yeah, that'll show ya. Hey, sie hat uns gerettet. Cool. Was ist das denn? Ach, ein Baum. Wegen Mist. Der heißt Montoya, okay. Deswegen, da wird es später noch eine Unterhaltung geben, ne? Mit deiner Frauchen. Hey Bob! Would you at least call me Robert? We barely know each other. Sure thing, Roberto. Roberto? Oha. What about Ruperto? Or Robertino? Or Rigoberto? Or... No, what? Just call me Bob. Danke. Bob klingt gut. Erzähl mir etwas über dich. Hast du die riesige aktuell brauchen wir anscheinend nichts von ihm. I'll be going, Bob. Whatever. Just stop bothering me. Bob. Aber voll nett von ihr, dass sie herkam und uns geholfen hat. Warte mal, jetzt haben wir den Taucheranzug. Wir haben das Blumsklo. Was war denn noch? Und das Boot eigentlich, aber das ist jetzt wieder weggetrieben, also das ist nicht mehr machbar. Haben wir denn noch? Kajakschnappe haben wir noch. Hier haben wir noch andere Kajaks. Ja, ich werde jetzt erstmal versuchen, mit ihr zu reden. Was ist mit der Taucherausrüstung? Smokys Überrest. No offense to Smokey, but I'm not touching that. Let's just tell Pam where to find it. Ja, dann haben wir eigentlich alles gemacht. Hallo? What the hell have you done to our outhouse? Sauber gemacht. Und hat eine Durchlüftung. No one is sending anyone to the basement. I recovered the kayak. If by recovered you mean pull it out of the water then forget to tie it up. Ja, also das. Then yes, you recovered it. Also? Get to tie it up. That's like camping 101. No one said anything about tying it up. How many times do I need to apologize? Once would be nice. Ja, das okay, stimmt. But what about the rental gear? Haben wir auch. Wir haben alles gemacht. Nur nicht so, wie es sein soll. It's a total mess. And it's full of... Another Hasselback Montoya. Well, you told me to recover it. You didn't say in what condition. Another camper who doesn't pay their bill. At least Bob is safe. Anyway, I'm done with all the chores you gave me. Great. Now there's no reason for you to be here. So leave! Hey, what about the job?
Oh, all right. Let's get this over with. Oh? Get down on your knees and raise your hand. Hey, yoo-hoo. Why are you raising your hand? You pledge to protect this campsite with your life. You won't rest until all filth is banished from this property. You'll cook our food, tuck us into bed, and read us stories at night. And you'll massage Clarice's feet. Clarice? I regret nothing. What's your name? Betty Spaghetti. Betty Winchester, Scully, Kikeriki, Hase, Black Manteuer. Betty Spaghetti, finde ich gut. Betty Spaghetti. Betty Spaghetti. From now on, you'll obey without questioning. Silence will be your means of communication. Oh, wow, das wird nicht klappen. One of the campers. You're above them. But still under Lisa. Lisa rules! Violation of the agreement will be punished by... Oha. I was going to say eternal banishment, but sure, let's go with that instead. Ey, nein, schreib das um, schreib das um. These commandments. Das mit der Stille wird nicht klappen. Kann ich kündigen, wann immer ich will? Can I quit whenever I like? Sure. Clarice will give you your final paycheck. Okay, cool. Oh, vielleicht doch nicht so cool. ja. Okay. Kneeled as a gopher. Now rise as a camp employee. Here are your keys. Mann, ich fühle mich schon ganz anders. Ja, wir werden nie wiederkommen. Hold it. Before you go, I'll be taking these. Oh, not my pick-a-kayak. Okay, fine. You can keep the plunger. It's not like we'll be needing it for a while. Na, das stimmt. Eine Schaufel, die braucht ihr jetzt. Dammschlüssel und Sauglocke. Super. Und uns die anderen Items entnommen. Damit wissen wir, damit ist nichts mehr zu tun. Erst einmal. Ja, es war eine nette Mission, die wir jetzt hier hatten beim Camp. Dann Pam. Waschbär. Bob, ich wünsche euch alles Gute. Dann ziehen wir mal durch. Und wir werden wahrscheinlich am Montag nicht hier hinkommen. Und oh. Okay. Oh, sie ist nicht alleine hier. Ihre Mutter ist hier. Ah. Okay. Okidoki. Was, warte mal, was ist, wenn wir jetzt zurückgehen? Warte mal. Mit einem Doppelklick sind wir schneller durch. Ah, okay, wir können nicht mehr zurück. Ja, dann sind wir mit dem Camp fertig. Das Camp hat Spaß gemacht. War funny. Und die Sauglocke durften wir bald. Ach, jetzt habe ich die Notiz angeklickt. Let's go. It's about time we fix this damn thing. Oh, wow. Schauen wir mal. Brotdose. Direkt mal gucken, ob da ein gutes Alles-Thunfisch-Sandwich ist. A fossilized banana. Also, steinerte Banane? Oh, eine Notiz. This is the story of three brother builders. Even now, their story bewilders. While one of them reached fame, the two remaining were covered in shame. The first rushed onward and dug too far downward. The second brother, much more careful, dug with caution, was thus more successful. At last, the third considered digging down, but found no fame or riches, leading him to give up. Mhm, okay. Die Banane können wir nicht mitnehmen. Mhm.
Ein Deckel. Secret lever. Wait, that's not a lever. It's a hand pump. Na dann, viel Spaß beim Pumpen, Betty. Maybe I should stop the water from flowing in before I try to pump it out. Was genau haben wir versucht? Haben wir gerade versucht, den Damm hier irgendwie umzupumpen? Ach nee, hier. Da. Okay. Mit der Pumpe muss ich nochmal gucken, was wir damit genau machen sollen. Wir haben ganz viele Hebel und eine Schalttafel. Einfach mal benutzen. Einfach mal umschalten. Man sieht ja dann, was passiert. Huh. Wahrscheinlich unten irgendwo passiert was. Von der Hüfte an ab, aufwärts? Ja. Nee. Ja, doch. Aber der Rest nicht. Ach, hier ist Wasser drin. Sehe ich jetzt erst. Deswegen die Handpumpe, um das wegzupumpen. Versuch mal jetzt. Jetzt haben wir all diese Hebel umgeschaltet. Wahrscheinlich hat die... Vielleicht hat die Notiz was damit zu tun. Pass mal auf. This is the story. Even now, their story. While one of them read, the two remaining were covered in shame. The first rushed onward and dug too far downward. The second brother, much more careful, dug with caution, was thus more successful. At last, the third considered, but found no fame or riches, leading him to give up. Keine Ahnung, wenn das eine Anspielung auf die drei Hebel sein soll, kein Plan. Even if I could pick that up, what would I do with it? Was haben wir denn? Die Sauglocke. There's a way to drain the water with this. That's not how you use a double act. Notiz. Ich probiere einfach die Hebel mal aus. Aha. Floodgate closed. Turbine section isolated. Das ist gut. Please initiate drainage process. Dauert das nicht ein bisschen lange, mit der Handpumpe hier das Wasser abzupumpen? Ja, das dauert ein bisschen. Hier. Ja, die wird nur rumstehen. Die wird nur rumstehen und zugucken oder so. In der Zwischenzeit wartet Linda geduldig in der Werkstatt auf die Rückkehr ihrer Freundin. Ach so, uns. Okay. God, I'm bored. Was macht sie sonst, ne? We're here. I wonder what she's up to. Wait, what? No way. I made the whole mariachi ninjas thing up. I must be imagining things. God damn it. Fire, hang on. Eat breaks, you bastards. Okay. Damn it, girl. If you wanted me to stop, you could have just said so. No, I didn't. Don't bother. I got the hint. I'll stick to rhythm and blues. That's what you get for trying something new, Hank. Armer Hank. Armer Hank. Er wollte doch nur mal was Neues ausprobieren. Alright, done. Now let's go down there and... Do you want to try water drain premium? Wait, was? What's this button over here? Nein, 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 drück nicht, drück nicht. Wahrscheinlich ist das Wasser dann wieder. Press to activate the automatic drain nicht. System. Dann kommt das Wasser vielleicht wieder. Ach so. Ach so, der Knopf hätte das Wasser sofort abgeschüttet, oder was? Uff. Ja, super. Ich glaube, die Handpumpe ist eher so als manueller Notfalloption. Aber hey, ist doch nicht schlecht. Jetzt ein bisschen, weiß ich nicht. Oh, Portal-Anspielung. Oh, warte mal.
Das ist die Anfangsszene. Oder? Ich glaube, das ist die Anfangsszene. Oder teilweise zumindest. Eingeklemmter Gegenstand. Wahrscheinlich. Das wird nicht klappen, oder? Ab nach oben. Ah, jetzt sind wir auf der anderen Seite. Oh, warte mal, ich hatte doch den Pömpel. Vielleicht hätten wir damit das Dings wegmachen können. Den Müll, der da zwischensteckte. Oh, hallo. Hold it right there, civilian. You're not supposed to be here. How come? It's, private. Don't you mean classified? Yeah, that. You don't know what's going on in there either, do you? Negative, civilian. I'm perfectly aware of everything that's going on inside our top secret military base, where we hide dangerous and important stuff from the masses. Oh, okay. Well, I'll just go check it out myself, if you don't mind. Sure, go right ahead. Hey! Quit trying to mess with me. I have a gun. Let me in. Why should I? Because... Jetzt fangen wir mal wieder an, hier unsere Redekünste auszuspielen. Der Präsident schickt mich. Wir sind doch Freunde. Ich arbeite hier. Ich bin für dieses Schutzpunkt Verantwortung. Wir sind doch Freunde. Ich bin für diesen Stützpunkt verantwortlich. Admiral General Corporal. I didn't know, sir. Apologies. I'll let you write. Oh. Oh, John A. Hartman, and I am in charge of this base. Who do you think you are pretending to be a military officer? I'm Betty. Nice to meet you. You clearly don't seem to understand the trouble you are in, young lady. Young lady. One of things I don't understand, General, but it never stopped me before. You have 3 seconds to leave this base. 3. I'm starting to think you guys don't want me here. Good observation. 2. I guess I'll be leaving. Nice chatting with you, General. What's it? 1. I'm out. You better hope I never see you snooping around this base again. Oha. Und wir kommen wieder, oder? Muss ich was machen? Nee. Ja, kommen wir. Ja, natürlich. Natürlich kommen wir wieder hier hin. Egal, ob wir abgeknallt werden. Was? Jo. Ah, einfach eine... Yeah. Okay, das ist eine Anspielung, glaube ich, auf eine Fernsehserie, die ich aber selber nicht geguckt habe, deswegen weiß ich nicht ganz genau, was es mit dem Rohr auf sich hat. Aber dieses Yeah, das kennt man aus Memes, deswegen kommt mir das dann schon bekannt vor. Herausstehendes Rohr und Sauglocke, können wir das irgendwie... Nö, können wir nicht. Okay, lass mich mal eben auf die Uhr gucken. Ja. Okay, nee, das passt. Dann gehen wir mal zum Soldaten. Ich hoffe, er hat nichts dagegen. Alle Männer der Stadt haben ihr Gedächtnis verloren. Der Staudamm ist explodiert. Wenn ich jetzt direkt in der Armee beitrete, lässt du mich dann rein? Oh, das könnte wieder natürlich eine neue Mission sein, dass wir jetzt der Armee beitreten. Ja, Betty hat schon alles gemacht, ey. Lass mich dich von der Tatsache ablenken, dass ich nicht hier sein sollte. If I join the army right now, will you let me in? Sorry, kid. It's a little more complicated than that. What if I told you I had an itchy trigger finger and that I love shouting at people for no reason? Then I'd recommend officer training school. Ja, ich glaube, bei dem haben wir nicht mehr viel, oder? The dam blew up! What? Why would the dam blow up?
I don't know. Somebody must have planted explosives around it. I wonder who around here has that kind of firepower. I don't know. Wait, are you saying we did it? Well... How dare you? When has the U.S. military ever been known to blow stuff up? The Japanese would beg to differ. Oha. Okay, dann gehen wir erstmal weg. Okay, that's pretty. Okay, das ist eine Gun. Schön für dich. Lass mich mal durch. Geht nicht. But ja, ja. There's a big difference between mostly dead and all dead. And this one's all dead. Basis und verdecktes Objekt. Oh yo, hier ist was Riesiges verdeckt. Even if I could reach it, what would be the point? Wahrscheinlich irgendwie Aliens oder so. Ausstehendes Rohr. Okay. Hier war nichts. Hier aber. Eingeklemmter Gegenstand. A little push here. Huch. Was ist denn da jetzt? Oh, das reißt. Oh, oh. Even if I could. Da ist irgendwie eine Person. And gone. Did that look like a body to you? Nah, who'd dump a body in a lake? Ja, ignorieren wir das einfach mal gekonnt. I've isolated the turbine section. I've removed the obstruction. All that's left is pulling this lever. This is gonna work, right? Keine Ahnung. Well, it's not like this place is gonna blow up twice in the same night. But then again, it already exploded once, so I guess it could blow up again. Seit wann überlegen wir, bevor wir irgendwas tun? Oh, I was the Hebel. Jetzt mal, in eure Probleme werden verschwinden. Will the generator get its electricity back? Yes. Ja. Will my mom be super duper proud of me? Yes. Ja. Will this hurt like hell? Yes. Ja, ich mein, nein. Well, wir können nicht nur mit Tieren reden, sondern auch mit Hebeln. Ja, 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 ja. Oh, 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 oh. Aber es scheint zu funktionieren. Wer ist das? Huch. Was ist denn jetzt los? Er aber nicht. Wir können auch... Okay. Wow, also steckt hier noch ein bisschen mehr dahinter. Speaking of nature, I shall return to my assigned duty of watering Chuck. Farewell, unorderly lever. Was war das? Ow, my arm! Why, lever? Why did you hurt me like that? Sorry, Betty. Tut mir leid, Betty, da lag mir im Mund und du... Er sagte, das liegt in seiner Natur. Wahrscheinlich sind alle jetzt irgendwas mit unserem Arm, als hätten wir da so ein Gerät drin. Jetzt, das war komisch und das sorgt die springende Hebel. Ja, das stimmt. Sprechen wir mal nicht vom sprechenden Hebel. Die Re-Examination der Situation. Examination of the situation. Mom, oh, wir sind schnell wieder zurück. Aber alle sind jetzt so, weiß ich nicht, kontrolliert. Irgendwas in unserem Arm ist anscheinend auch durch den Elektroschock defekt geworden. Deswegen werden wir jetzt nicht davon beeinflusst, scheinbar. Das ist interessant, okay. Hey there, Chuck.
Have you seen Mom? Wer ist Chuck, die Pflanze? Sagt yeah, nichts auf Pflanzisch. So. Maybe I should stop wasting time talking to ferns and start asking real people. Okay. Resolutes schreibt, also das ist jetzt interessant, also, um es zusammenzufassen, also steckt jetzt irgendwas dahinter, vielleicht, also hat die Armee der Stützpunkt da und das, was da verdeckt ist, was damit zu tun, maybe? Es scheint ja so, als sei der General, also, ne, scheint ja davon nicht beeinflusst zu sein, glaube ich, kann das sein? Also wir haben seine Augen jetzt nicht gesehen, ne, aber... Könnte sein. Müssen wir noch gucken. Und wir werden jetzt auch eigentlich davon beeinflusst, wenn der Elektroschock jetzt nicht anscheinend irgendwas mit unserem Arm gemacht hat. Weil irgendwas war mit unserem Arm. Oder das war einfach jetzt nur so eine Verletzung. Aber der Elektroschock hat, glaube ich, schon die Rolle dafür gespielt, dass wir jetzt nicht beeinflusst wurden. Chuck die Pflanze. Lichtschalter. Was passiert, wenn ich den ausmache? Wer hätte das gedacht? Dann geht das Licht aus. Was ich jetzt noch nicht verstehe ist, warum gehen die Lampen aus, die Tischlampen? Aber das ist auch die einzigste Stromquelle, ne, die Tischlampen. Okay, dann sind die Tischlampen, wie auch immer, mit dem Lichtschalter an der Wand verbunden. Resolutes Schreiben. Sehr wichtige, aussehende Dokumente. Nee, die sind langweilig. Was für andere wichtig ist, ist für uns langweilig. Wüsste. Nehmen wir mit. Oh. Da ist ein Knopf drin. Geheimer Knopf. Ist das ein Buch? Necronomicon. Necromantie. Uff. Oha. Necronomicon ex mortis. The Book of the Dead. Looks like a cookbook to me, but the ingredients are pretty peculiar. Ja, ich werde heute kochen. Das wird auch nicht mehr lange dauern. Da mache ich selbstgemachte Spaghetti Bolognese. Necronomicon. Die unsichtbare Eins. Die unsinkbare Eins. Ey, wir haben die unsinkbare Eins. Die unsinkbare Zwei haben wir gesehen. Im Fleisch und Blut. Nur ohne Fleisch und ohne Blut. Die alle im Regen. Die Allee im Regen. Okay, Büste. Also Büste, nicht Brüste. Lichtschalter, resolute Scheiben, sehr wichtige Dokumente. Tür! Da ist aber kein Zugang. Vielleicht hinter dem Bild? Wir haben den Pömpel noch. Ja, okay, dann... Resolute Schreibtisch. Dann lass uns raus. Ey! Whoa! Where did the book go? I probably can't take it too far from the office. Okay. Das Buch kommt nicht mit. One, two, we look at you. Three, four, don't lock your door. Five, six, no dirty tricks. Seven, eight, it's not too late. 9, 10, say amen. I have another song for you to sing, you tiny freaks. Go away, you creepy monsters. Go away. Go away. Betty, what the hell is going Betty. On? Betty. Hey, Windsurf, how's it going? Betty, please. This is no time for absurd nicknames. Don't you realize something's terribly wrong? What are you talking about? The people, Betty. Don't they look a little different to you? Nonsense. Nothing escapes my watchful gaze. Maybe you should keep an eye on them. Aber er ist nicht davon beeinflusst. Warum nicht? You know where my mom is? I don't know. I never got the script for chapter 2, so how could I? Mm. I'm basically winging it here, Betty. No, I haven't seen her. I've been too busy listening to Satan spawn chant malevolently all night.
So I guess the kids are bothering you, huh? Bothering? Bothering? They terrify me, Betty. Oh, come on. It's just some harmless, creepy singing. They started singing the moment they saw me, and they're not leaving me alone. I've tried to shake them, but they... Die denken, du wärst ihr Daddy. Aw, playing hide and seek with the kids. How cute. You enjoy torturing me, don't you? Will Wheaton, don't ask questions you already know the answer to. Will Wheaton? Ja, ich glaube, der bringt uns nichts weiter. Jetzt zieht der auch komplett durch. Okay. Gruselige Kids. Die ignorieren wir mal gekonnt. Wo können wir hin? Ich würde mal ja eigentlich ganz gerne... Lass mal da hin. Der auch. Okay. Jetzt die Frage, was wollen wir jetzt eigentlich? Eigentlich wollen wir jetzt zum Mutti. Erstmal schauen wir mal, wer alles davon jetzt beeinflusst ist. Oh. Marco. Oh nein, Marco kriegt nur einen Haarschnitt. Bevor wir jetzt hier mit denen reden. Schauen wir mal. Die auch. Ich habe das Auto aus Versehen angeklickt. Wo ist der andere, der immer beim Sheriff mit rumhing? Oh, oh, oh. Hier haben wir eine Person. Sie ist auch endlich mal aufgewacht. Your eyes. They're not. You're not like them. Oh, er hat es auch schon gesehen. What are you talking about? Warum merkt Betty das nicht? Never mind. I haven't spoken to anyone in months. Who are you? What's happening? Hey, ich habe dich zuerst gefragt. Es gehört nicht sich so, dass derjenige, der hinter dem Gitter sitzt, die Fragen zuerst beantwortet. Ich vergiss es. Ich sollte nicht mit Kriminellen reden. Und das jetzt, was bringt mit ihm zu quatschen? Rule is, the guy in the cage answers the questions first. I'm Laszlo. Laszlo Hardy. Laszlo? A security alarm salesman. Can I interest you in... sorry, force a habit. And you are? I'm Betty. Professional problem solver. You wouldn't happen to be here to free me, would you? Just because I solve problems doesn't mean I can solve all of them. No. 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 Bekommst du hier nicht? Ja, was ist mit seinem Futter? Do they even feed you down here? Ugh, yeah. They keep bringing me this gloopy thing. Gloopy? Did you really? Ugh, hell no. I've been feeding it to the rats and roaches. What rats and roaches? Exactly. Wow. Schlimmster Knast. Ja genau, wie ist er überhaupt im Gefängnis gelandet? Das wäre eigentlich ganz interessant mal zu erfahren. How did you end up in jail? It was all a setup. Ja, inwiefern? Erzähl mir mehr. Sag das nicht. Jeder Häftling, Mr. Hardy. Das ist wahrscheinlich irgendeine Anspielung. Auf irgendwas. Ich werde mich wohl auf dein Wort verlassen müssen. Ja, genau. Und jetzt erzählst du mir, dass du alles eine Verschwörung der Regierung ist. Wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Oh, ein unschuldiger Mann im Gefängnis ist zu Unrecht beschuldigt. Wie originell. Yeah, right. Wahrscheinlich ist das hier wirklich so. No, listen to me. I'm telling the truth. Ja, erzähl mehr. Oha. The FBI? Really? Yes. And the sheriff's in on it too. They all ganged up on me. Watch it. Sheriff Coltrane is one of the best sheriffs this town can remember. Yeah, one of the best sheriffs, huh? Well, if you like the guy so much, why don't you marry him? The hell did that come from? No, just leave me alone, would ya? So, did you actually do anything bad? Tell me the truth. The only thing I'm guilty of is maybe overselling my products a teensy bit. Come okay. on, you can tell old Betty what happened. Okay, I came to this town to pitch a new alarm system to the mayor. Das klingt schon besser. Ja, das klingt schon nach der Wahrheit.
rejection personally. That's because it wasn't just one. It was the one. I'd never failed a sale before, so I spent a few days drowning my sorrows at Max's. Let me tell you, I was drunker than a mule on Cinco de Mayo. Ah, okay. I ended up in the park, and then I saw it. What was it? UFO. The bank's alarm system. A Templeton's unsafe 5,000. An insult to everything I hold dear. Oh, unsicher 5,000. It turns out that aggravated alarm assault on the same night someone robs the bank was a bad idea. Oh, okay. Charged me with grand larceny, threw me in here, and that's where I've been since. Well, that's... I just wanted to catch up with you. You know, what you've been up to, the places you've seen. Oh, look at you, mocking an innocent man. Ah, okay, das macht schon Sinn jetzt, seine Geschichte. Ja, okay, aber bringt mir nichts. Warum habe ich mit ihm gequatscht? Das ist ja voll unnötig gewesen. Das bringt mich nicht weiter. Being down here all year that I could scare a ghost. Wie lange der schon hier unten ist? Vor allem, wie viele Jahre hat denn der dafür bekommen? What was that? Ist das der Hamster? Oh no. Why are you here now? I thought I had until next week. Amos! Amos, help me! No, please don't! I don't have all of it yet, but it's coming! I just need more time, I swear! Amos! Amos! I need Gloopy and I need it now! Aber er kann es dir nicht geben, weil er aktuell nicht bei Sinnen ist. Oha! No, not my legs. Was? Please, one more day, just one more day. Oh, thank you so much. I'm so sorry. It won't happen again. Tomorrow, double the amount. I swear to God. Sollen wir nochmal runter? I don't think I have anything else to talk about for now. Das war weird. Weiß nicht genau, was das jetzt mit unserer Story zu tun hat. Schauen wir mal. Aber jetzt haben wir hier den Raum für uns. I'd rather not. Vielleicht können wir Aktenschrank mal durchsuchen. Oh. Als ob. Als ob wir hier alle Dingens durchgehen können. Yo. What? Aha. There's none left. Ah, jetzt. Oh, okay. Polizeifunk. Auch nicht. Eine Kugel nach der anderen. Das sind die Bücher. Fantastische Donuts. Fantastic Donuts. Ach so, das sind echt die Bücher. MacGyver Guide. Brauchen wir nicht. Wir können das schon alles selber. Wir sind sowas wie MacGyver. Wir haben den Pömpel noch. Okay, hier gibt's nicht viel zu machen. Wohin wollte ich? Gehen wir mal zur Werkstatt. Ne, die Werkstatt war aber nicht hier. Wobei, da wäre auch wahrscheinlich ganz witzig, mal nachzuschauen, wie das im Diner so aussieht. Hier ist die Werkstatt. Motorhaube. Attempting to relocate the junkyard assets would be highly unordered. Klingt sie anders? Warte mal. Tatsache. Luxusauto. Where would I go with it? Komm, wir reden mal kurz mit Linda. Perhaps I could fill my nightly greetings, Betty. What seems to be the pickle? Hey there, bestie. Crazy night, but nothing I couldn't handle. That is positive news, which enlightens my heart. Oh, ich mag nicht, wie diese jetzt redet. Ich mochte ihre Persönlichkeit, weil das nun mal Linda war. Warte mal, wer den Damm repariert hat. Linda, du musst mir helfen, den Generator abzuschalten. Aber was genau haben wir jetzt gemacht? Es ist ja...
Jetzt ist der Damm an. Und irgendwie sorgt der dafür. Also die Maschinerie, die da ist, sorgt irgendwie dafür, dass die jetzt alle so sind, wie sie sind. Heißt, wenn wir das abschalten, werden die jetzt nicht mehr so? Linda, du musst mir helfen, den Generator abzuschalten. Aber wir suchen jetzt aktuell Mutti. Do you know where I can find my mom? I am unaware of the whereabouts of your beloved progenitor. Hey, Linda, she's not even here. You can stop kissing her ass now. While not unorderly, that would be quite unpleasant. You don't say. Anyway, if you can't tell me where my mom is, do you know who could? Her whereabouts are usually known to Joseph Buckingham, the janitor. Great. And where can I find him? His whereabouts are usually known to your progenitor. And that's all the grand total of nothing. Ja, glaub mir, Betty, das ist hier, ne, oft. Wir haben hier Konversationen, wo ich mir echt denke, okay, warum? Was ist mit deinen Augen los? What's up with your eyes? My eyes are functioning normally, Betty. But they are shiny. And yours appear to have lost their spark. Please attend re-examination at your earliest convenience. I'll keep that on my list of things not to do. Ich frage mich gerade, ob das so was zu tun hat mit Alien-Technologie, mit menschlicher Technologie. Oder ob wir fern beeinflusst werden oder ob wir mechanisch irgendwie verbaut sind. So im Inneren. Es wird halt auch die leuchtenden Augen dann erklären. Warte mal, wer denn da mal? Irgendwas ist seltsam an dir. Generator abschalten. Generator abschalten. Linda, you need to help me turn off the generator. I think it's making everyone act weird. I am unable to comply, Betty. I can't do it on my own, Linda. It doesn't have levers. Abandon this course of action immediately. The generator must remain operational. Okay, der hat auf jeden Fall damit zu tun. Fine, don't help me. I'll find Mom and she'll put an end to this. Wahrscheinlich ist die im Park, oder? Guess you fixed the dam. Given your absence at the moment of power restoration, I had already determined that. Jeez, Linda, you had to ruin my moment, didn't ya? Apologies. Thanks to your efforts, the situation has returned to normal. Wait until you see Mom's face when I tell her. She'll be so proud. Agreed. She is always pleased when her orders are followed. You have served this community well. All of us can now resume our scheduled activities. Ich frag mich, ob bevor diese Damm-Explosion war, ob die auch alle so waren wie jetzt. Wahrscheinlich, ja. Wahrscheinlich, ja. Huh, das ist interessant. Interessante Story. Your job did not involve exploring the base. Why did you deviate from your established mission? Wait, you knew about the base all this time? By the way, that general and I, best buds forever. Ja, best buds. To the general's business, then everything is orderly. Okay, also hat der General spielt eine Rolle. Na gut. Ach ja, Linda. So gemein du wie auch manchmal gesprochen hast, ich vermisse dein anderes Ich. Is it just me or was that a very awkward conversation? Geht eigentlich. Also die Konversation an sich war sehr in Ordnung. Aber es war halt nicht mehr Linda. Es war halt jetzt, ja, eher eine Konversation ohne wirklich Persönlichkeit. Es war eine persönlichkeitslose Konversation. Someone would move the car from its established position. Komm, vielleicht sitzt es im Diner. I'll never get used to. That's weird. I don't. Es riecht normal. Oh no. Ey, der tut da eine Maus rein. Always attempting to metaphorically pull our leg. As you are well aware, Gloopy is odorless. It is one of its most distinguishing characteristics.
followed by its lack of color, texture and flavor. What the hell? Okay, die reden nicht so ganz wie so ein Roboter. I present to you the latest batch of Gloopy. Consumption is compulsory. In fact, you are within an acceptable time frame for advancing your meal service. I will provide you with nourishment shortly. Okay, die klingen doch ein bisschen wie ein Roboter. Pferdemist direkt von der Quelle. Eine Flasche Rattengift. Großes menschliches Gift mit allen damit verbundenen Risiken. Eine Suppe aus schmutzigen Socken. Ein ganzes Röschen gedünsteten Brokkoli. Oh. A whole floret of steamed broccoli. Who am I kidding? I'd never do that. But still, I won't eat that thing. You come into my diner as if you own the place and dare insult my food. Wie haben wir das gemacht? I'd choose my next words carefully if I were you, Betty. Sorry? Apologies, Betty. I seem to have undergone an unorderly outburst. Okay. Where were we? Ah, yes. Gloopy? No. Kann ich das mitnehmen? Your social rank does not permit you to handle objects sharper than a potato masher. Haben wir trotzdem mitgenommen? Nee, haben wir nicht. Achso, liegt noch da. Naja, gut, dann. Guck mal, hier haben wir wieder den aalglatten John. Warum hat er denn die Perücke abgezogen? Da ist immer noch die Schlafmütze. Lola? Sag ich mal, wie Lola redet? Hey, Lola! Lola? Sie reagiert nicht auf Lola. Lola. Ach, weil sie ja gar nicht Lola heißt. Carrie Ann. Stimmt. Lola mochte es, dass sie sich Lola genannt, also dass sie Lola genannt wird, aber sie nicht. Ja, komm. Das bringt nichts. Vielleicht mal mit dem Aalglatten John reden. Shiny. Pardon me? Sorry, I couldn't help myself. Your head, you know? It's just, I have a thing for shiny things. How interesting. Now, Betty, what seems to be the pickle? Wie war nochmal das Meme von SpongeBob? Meine Augen. Nee, warte, wie war das nochmal? Glatze. Wer kennt dieses Meme? Hey Slim, wie wär's mit einem Tanz? Hey Slim, what about a dance? Why would I perform the act of dancing, knowing it is unorderly? Since when is dancing unorderly? Musical activities are forbidden, with the sole exceptions of Mr. Huckleberry's guitar, the alarm call of the younglings, and the song of unorderliness. What happened to that cocky, flirtatious Slim from just a few hours ago? Flirting? That is the epitome of unorderly behavior. Why would I do something like that? Aw, that's too bad. I was just thinking about how I was finally ready to ask you on a big romantic date. Wait, really? You want to go out with me? Auf einmal sind wir in der Bank. Let's go, babe. Mr. Slim, you are behaving unorderly again. Apologies, Chef Walker. It will not happen again. Remember that this would be your 18th re-examination in a month. Oh, okay. You're at risk of termination. 18? Oha. The teacher really love you to give you so many chances to pass. Mr. Slim, ja, das stimmt. Predisposition to sudden outbursts when in close proximity to subjects of the female gender. Working in close proximity to Miss Jones does not help. Okay, ich habe jetzt das Gefühl, dass irgendjemand eine Technik oder eine Möglichkeit entwickelt hat, die Leute zu beeinflussen, weil die Person will, dass die sich ordentlich benehmen.
Also die Person, die dahinter steckt, will wahrscheinlich, dass die sich so benehmen, halt richtig. Deswegen, eventuell. Aber haben die jetzt alle ein und dieselbe Persönlichkeit? Kommt eins mindestens schon mal so vor. Was ist das Lied der Unordnung, das du erwähnt hast? Vielleicht sollen wir das auf einer Gitarre spielen, vielleicht hilft das. What's that song of unorderliness you mentioned? Allow us to demonstrate, Mr. Huckleberry. Oh, da ist er. If you're unorderly and you know it, clap your hands. If you're unorderly and you know it, clap your hands. If you're unorderly and you know it and you really want to show it. If you're unorderly and you know it, clap your hands. Oh, yeah. Ready? Were you clapping? No. To clap when prompted by the song is highly unorderly. Please attend re-examination at your earliest convenience. Catch you later, Slim. There is no need to catch me. I am not going anywhere. I think I'm starting to draw too much attention to myself. Is it considered disparaging to ask questions? Zumindestens ist das nicht so, als würden alle so sagen, so, sie ist keine von uns, sie ist keine von uns und wollen uns schnappen und so. Und irgendwo hinbringen, damit wir eine von sie werden. Also sie realisieren scheinbar nicht oder haben nichts dagegen, dass wir nicht so sind wie sie. Ey, der Zug hat aber gestoppt. Wir können jetzt hier rüber. Das ist neu. Neues Gebiet. Ein Motel. Warte mal, haben wir denn... Nee, wir können ruhig hier weitermachen. Streichhölzer. Streichhölzer, nimm mit. Streichhölzer ist ein gutes Item. Können wir noch mehr mitnehmen? Are you starting a Matchbox Museum? Okay, Entschuldigung. This note is right where it belongs. In the wild. Was ist das hier eigentlich? Das ist ein Flugzeug abgestürzt, die ich ja jetzt erst. I know I've got deep pockets, but they're not that deep. Nee. Royal Bonnet Home Hotel. Gutes Opossum. Aber stellen die sich nicht nur immer Toast? Wahrscheinlich lebt er noch. Oh, das Opossum wurde aber überfahren. Wahrscheinlich, weil es sich totgestellt hat. Completely flattened. Völlig platt. Autsch. Oh, ein Krankenhaus. Emergency. Eine Tankstelle. Aber zum Krankenhaus kann man anscheinend gerade noch nicht hin. Ey, da ist ja Ben. Zapfsäule. Einfach mal einzünden. Meinst du? Haha, das ist eine schlechte Idee und sie macht's. Oha. Okay, das war wirklich stupid. Wer hätte gedacht, dass sie das macht? Wait, what? Who said that? I must be dreaming. Elizabeth. Hey, who are you? And how do you know my name? Oh, right. The whole memory. Das ist nicht Betty? Thing. I am the one who knows everything, Elizabeth. Ach so, Kurzform von Elizabeth. No, Betty. Mom. I mean, it depends on your perspective, but just go with it. Do you know why I have brought you here, Elizabeth? Weil wir gerade in die Luft geflogen sind. No, you don't. I have brought you here so we could talk. Oh no. Haben wir uns nicht selbst hierhin gebracht? One of those interventions I've heard about. In a sense. In gewisser Weise, wir müssen über etwas reden. Meant to be treasured and preserved. What are you talking about? I am talking about recklessly throwing yourself up. Oh, that. Ja, gut. The player made me. Der Spieler hat es mich gezwungen. Ja, also.
made you walk over to it, and then told you to... Ja, ist so. Danke, dass du mich in Schutz nimmst. Danke. Richtig. Was hast du zu deiner Verteidigung zu sagen? The answer is no. My words. You must stop this self-destructive behavior at once. Or I may not help you again. Ich kann jetzt das gleich nochmal machen. Wait, again? Does that mean... Yes, Elizabeth. I have decided to give you a second chance. Just try to be a little more careful from now on, all right? Thank you, Mr. Godsir. You won't regret this. I mean, probably not right away. Ooh, more shiny. Why do I have the feeling that I will see her again very soon? Yeah. All right, next. You know, this is much too unorderly for me. I would rather... Oh, whoops. Den haben wir auch erwischt. Da ist er ja auch. Wir haben Ben ja mit in die Luft Okay, warte. Genau, und das hättest du direkt am Anfang sagen sollen. Mich hat es halt so gewundert, dass sie das anzündet. Hey, was hat sie sich dabei gedacht? Ich meine, man könnte mich jetzt auch beschuldigen, ne, aber... Hey, ich muss die Dinge hier ausprobieren, oder nicht? Holzschild, Holzschild, Holzschild. Ein Ding. Das nehmen wir mit, ne? Hat Ben auch nichts gegen. Raumfinger nehmen wir auch mit. Oder halt nur die Federn. Raumfingerfedern. Da oben ist ein Hahn. Was mit den Holzschildern? Okay. Komme ich da hoch? Ich habe jetzt einfach mal drauf geklickt. Wie Quark, Quark. Du bist ein Hahn. Du machst nicht Quark, Quark. Ich das so cool, dass wir mit den Tieren reden können. But you have me at a disadvantage, Mr. Quack. Quack, quack, quack. Mr. Quack, quack, quack. Professor Gordon Bombay from San Professor Gordon Bombay vom Palomora Observatorium in San Diego? Quack. What? Quack, quack, quack. Checking the autochthonous constellations of the region. Huh, I see. Damn. Ente, du bist doch keine Ente. My recommendation is to proceed with caution. Ja, das Chicken hat es dick hinter den Ohren. Wer bist du wirklich und was machst du in der Savanne? Mir ist aufgefallen, dass sich die Leute sehr... Oh my god, that's horrible. But it kind of makes sense. A lot of people think chicken legs work as charms. Quack, quack. Quack, 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 quack. Quack, quack. Okay, Mr. Ducklin Manson. I could buy the cultist stuff, but the sonic quack? What kind of idiot do you take me for? No, no, please don't do it. Yo. Don't sonic quack me. I'll do whatever you want. Just please don't kill me. You son of a bird! Stop dodging the question! Who are you really? And what are you doing in that tub? Quack! Quack! Movie? What movie? Quack! Well, Mr. Quacky Chan, if you're really that famous, Quacky Chan, one movie you've ever been in. Quackhauer 3. I can't remember any movies. Wait, are you lying again? Quack. Oh, wow. Hey, if you need any more talent for your movie, I would be perfect. Quack. Watering the plants on set? Quack, quack. I can't believe you got me again. Schluss mit den Lügen. Ich will wissen, wer du bist und was du in dieser blöden Wanne machst. With the lies. I demand to know who you are and what you are doing in that stupid tub. Quack. Quack, quack. What enchantment are you talking about? Oh, er ist in Wirklichkeit eine Ente. Oh, er veräppelt uns wieder.
Oder das stimmt sogar. Only a deep, passionate French kiss can break the spell? Whoa. Okay, first, gross. Second, I don't need riches. I'm pretty sure my mom is loaded. But tell you what, if you explain what you're doing in that tub, I'll consider it. Quack? Quack, quack, quack. Okay. The tub is surrounded by an impenetrable field of magic, and the only way to break it is with a kiss? Prince quacking my butt! You just told me the curse was you being turned into an animal! You know he's making fun of us, but you keep coming back for more! Ja, let's go weiter! Ich zieh das jetzt durch! Okay, that does it! You're gonna tell me who you are and what you're doing up there, and you're gonna do it now! I can't handle the truth! You can't handle the truth! Quack, quack, quack! Grim Fanducky, a reaper sent by the Guild of Weavers? Like hell I'm letting you claim my soul! Quack! Oha! Oha! Superman? Habe ich meine Seele jetzt verloren? Oh, dude, you should probably get that cough checked out. Give up, buddy. We're never gonna outsmart this duck. Und wir versuchen es trotzdem noch. Letzte Chance, Gocke. Die fünfte letzte Chance. Doing there, or I'm having duck a l'orange tonight. Quack! Don't test me. Quack! Quack, 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 quack. Well, Ducky, next time, save me the theatrics. Er heißt Ducky. Wir haben endlich seinen Namen. And flavor the moonshine. Jeez, why'd you have to make it so complicated? Quack! Quack, quack. Yeah, I also hate when idiots ask me stupid questions. Ducky hat gewonnen. Ich glaube, du hast lange genug in der Wanne gesessen. Mir ist aufgefallen, bla bla bla. Quack. Wenn er jetzt redet, hätte ich mich umgeschmissen. Kaka! Kaka! Oha, was ist das? Wer macht denn Prex, Prex, Prex? Oh, ich fand... Your pronunciation, however, is egregiously inept. What the f... Oh, I do beg your pardon. I meant to say... Quack, quack. What the f... Das, okay. Okay. Ich glaube, es wird Zeit, ich habe genug mit Hühnern geredet, mit Hennen oder sonst Enten oder mit was auch immer. Wow. Ich glaube, ich brauche ein Reset. Ich werde jetzt erstmal Pause machen. Ich werde jetzt gleich erstmal Spaghetti Bolognese kochen. Und ich wünsche euch alles Gute und bedanke mich fürs dabei gewesen sein. Und ich hoffe, wir sehen uns und hören uns wieder im nächsten Part zu 3 Minuten bis Mitternacht. Sind lange 3 Minuten, ne? Und ja, bis dahin alles Gute. Tschö mit Ö. Ciao mit V. Und wie immer. Bye bye.